geht es um ein Echolot. Da steht Echolot, das heißt, da wird das Schiff schickt Schall runter. Es gibt ein Echo, das wird gemessen und gegeben ist hier T gleich 6 Sekunden. Das dauert, bis das Echo wiederkommt, 6 Sekunden. Was fehlt, ist die Geschwindigkeit. Also man nennt es auf C, Schall, und zwar im Wasser. Im Wasser ist die Schallgeschwindigkeit eine andere als in Luft und das googelt man. Die Aufgabe ist so gedacht, dass man da googelt, und dieses C ist in diesem Fall ungefähr 1500 Meter pro Sekunde. Also Schall im Wasser ist viel schneller. Und mit der, und dann ist es eigentlich nur die V ist X durch T, also Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit, diese ganz einfache Formel. Und in dem Fall ist die Geschwindigkeit die Schallgeschwindigkeit und x ist der gesuchte Weg. Und die Zeit t ist gegeben, also mal t, der Weg x ist die Schallgeschwindigkeit mal die Zeit, die 1500 Meter pro Sekunde mal die Zeit, dann komme ich auf 9000 Meter. Aber die Tiefe ist die Hälfte natürlich. Also das in 6 Sekunden geht es einmal runter, einmal hoch. Das heißt, die Tiefe, schreiben wir hier irgendwie Tiefe, klein, nee, ach, was weiß ich, TT, ach, X2 oder irgendwas, ist 4500 Meter, das ist ziemlich tief. Titanic liegt irgendwo so ähnlich auf dieser Tiefe unten.